Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst an Heiligabend hier in unserer Christuskirche. Schön, dass Sie sich alle auf den Weg gemacht haben und toll, dass ihr da seid und dass wir nachher von euch ein Krippenspiel sehen werden. Und die Sängerinnen und Sänger haben Sie zwar nicht gesehen, aber gehört. Und ich freue mich, dass der Kirchenchor heute auch in diesem Gottesdienst mitwirkt. Ein herzliches Dankeschön für das, was Sie im letzten Gottesdienst eingelegt haben. Heute wollen wir einmal einsammeln am Ausgang. Diese Kollekte wird dann zwei geteilt. Die eine Hälfte für Brot für die Welt und die andere Hälfte für unseren Kindergottesdienst. Herzliche Einladung zu den Weihnachtsgottesdiensten am zweiten Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember um 9.30 Uhr in Asbach und um 10.45 Uhr in Obrigheim, jeweils mit der Feier des Abendmahls. Der nächste Gottesdienst hier in der Christuskirche ist dann am Silvester, am 31. Dezember um 16.30 Uhr. Zu den Weihnachtsfeiertagen, also morgen und übermorgen, ist die Kirche als offene Kirche geöffnet. Sie können da von 9 bis 17 Uhr gerne hier reinkommen und sich all das, was hier vorne vorbereitet ist, auch entsprechend angucken. An Heiligabend feiern wir miteinander Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Miteinander singen wir von dem Lied 43, die Verse 1 bis 4, ihr Kinderlein kommet. Thank you.
Ich lade Sie ein, die Hände zu falten zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute miteinander Weihnachten, die Geburt deines Sohnes, feiern können. Staunend stehen wir an deiner Krippe und sehen das Wunder. Ein Kind ist uns geboren. Herr, mach uns offen für das, was damals in Bethlehem geschehen ist. Begegne du uns in diesem Gottesdienst durch das Krippenspiel, durch die Lesungen, durch die Lieder und Gebete. Denn du willst auch heute zu uns kommen und bei uns eine Herberge finden. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Das Wort, das uns an den Feiertagen rund um Weihnachten begleitet, steht im Lukas-Evangelium im 2. Kapitel. Ich lese uns die Verse 1 bis 20 nach der Basisbibel. Zu derselben Zeit befahl Kaiser Augustus, im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius, römischer Statthalter, in Syrien war. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Bethlehem, aus der David kam. Denn er stammte von David ab. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihren Herden. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen: Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns mitgeteilt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria merkte sich alle ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte.
Soweit der bekannte Teil dieses Abends. Und nun, liebe Gemeinde, dürfen Sie sich auf das Krippenspiel eine denkwürdige Herbergssuche freuen. Ein Krippenspiel der etwas anderen Art. Denn es nimmt Sie gleich zu Beginn mit in eine der letzten Proben vor diesem großen Auftritt am Heiligen Abend. Und da müssen Sie dann schon ganz besonders gut aufpassen, denn Sie sehen zuerst den zweiten Teil des eigentlichen Krippenspiels. Und dann, wundern Sie sich bitte nicht, wenn es in der Mitte kurz dunkel wird. Da unternehmen wir nämlich alle so eine kleine Zeitreise und finden uns dann plötzlich wieder im Hier und im Jetzt. Hier im Familiengottesdienst an Heiligabend. Und dort beginnt dann das Krippenspiel. Dann natürlich ganz von vorne, doch es läuft etwas anders als geplant. Und nun überlasse ich euch, liebe Kinder und Jugendliche, das Feld. Herzlich willkommen zu unserer vorletzten Krippenspielprobe. Wie ihr wisst, bald ist Weihnachten und unser Krippenspiel steht kurz bevor. Ich bin mir sicher, dass ganz viele Leute kommen werden, um euren großen Auftritt zu sehen und ich denke, es wird richtig schön. Letzte Woche haben wir den ersten Teil ja schon richtig gut geprobt, deswegen würde ich sagen, fangen wir heute einfach bei der Herbergssuche an. Maria und Josef, ihr könnt schon mal nach hinten gehen. Maria, denk dran, du bist hochschwanger und das Gehen fällt dir schwer. Und Josef, du hilfst deiner Frau, gell? Ja, ja. Ihr drei Wirte, ihr könnt auch schon mal hinter in die Sakristei, aber nehmt eure Jacken mit, da drin ist es immer so kalt und seid bitte leise. Sela, du kannst auch schon mal hoch auf deine Position. Und Hirten und Engel, ihr könnt sitzen bleiben, euch brauche ich erst ein bisschen später. Alle bereit? Dann denkt dran, laut, langsam und deutlich sprechen und los geht's. Diesen Aufruf haben auch Josef und Maria gehört. Sie lebten in der Stadt Nazareth und es war klar, dass sie die lange und beschwerliche Reise nach Bethlehem antreten mussten. Eine Reise, in der Josef geboren worden war. Schaut, da hinten sehe ich sie schon. Sie sind nun fast am Ende ihrer Reise angekommen. Ich sehe schon die Lichter der Stadt, gleich sind wir da. Josef, ich kann nicht mehr. Mach dir keine Sorgen, Gott ist bei uns. Wer stört? O Herr, seht, meine Frau ist so schwanger. Wir suchen eine Bleibe, nur für eine Nacht. Ich hab für Gesindel wie euch keinen Platz. Macht, dass ihr wegkommt. Nee, Leon, komm mal bitte noch mal raus und sag deinen letzten Satz noch mal. Die zwei haben dich gerade geweckt und du bist wütend. Das muss man sehen und hören. Und die Tür darf auch ruhig ein bisschen knallen. Ich hab für Gesindel wie euch keinen Platz. Macht, dass ihr wegkommt. Genau so. Na komm, wir suchen weiter. Ja, bitte? Habt Erbarmen, Herr, meine Frau ist auch schwanger und wir haben keine Unterkunft. Mit mir hat auch keine Erbarmen. Schafft euch fort, sonst lasse ich die Hunde los. Komm, schnell weg hier. Stopp, wartet mal kurz. Super macht ihr das. Beim letzten Wirt muss man euch ansehen, wie verzweifelt ihr seid, okay? Ja,
Wir sind verzweifelt und am Ende. Bitte gebt uns Obdach, nur für diese Nacht. Schert euch weg, ihr Lumpenpack. Ihr habt mir gerade noch gefehlt. Kein Geld, die Frau hochschwanger und dann noch unverschämt werden. Halt, Julian, das muss überzeugender klingen. Du willst diese Leute nicht haben, scheuch sie weg. Aber das ist doch total herzlos. Ja, das stimmt, aber immerhin bietest du ihnen ja noch einen Stall an. Na gut. Schert euch weg, ihr Lumpenpack. Ihr habt mir gerade noch gefehlt. Kein Geld, die Frau hochschwanger und dann noch unverschämt werden. Bitte, ich kann nicht mehr, wir kommen von weit her. Mein Haus ist wirklich voll, aber bevor ihr auf der Straße schlafen müsst, schaut, dort drüben könnt ihr in meinem Stall unterkommen. Hab Dank. Danke, vielen Dank. Ihr Wirte könnt jetzt rauskommen. An Weihnachten bleibt ihr natürlich bis zur letzten Szene in der Sakristei. So, jetzt kommt die Hirtenszene. Wenn Maria und Josef sich setzen, dann steht ihr auf und richtet euer Lager. Und Maria, wenn dann alle Leute auf die Hirten gucken, musst du unauffällig deinen Bauch loswerden und das Jesuskind in den Arm nehmen. Alle bereit? Dann starten jetzt die Hirten. Sagt mal, habt ihr auch so ein komisches Gefühl? Nö. Nö. Was denn für ein Gefühl? Ich weiß auch nicht. Irgendwas heute anders als sonst, oder? Nö. Jetzt, wo du es sagst, stinken die Schafe vielleicht mehr als sonst? Nö. Nein, das meine ich nicht. Ich bin so kribbelig. Heute passiert noch was. Ich spüre. Sag mal, war der Stern da schon immer da? Nö. Stimmt, der ist neu. Hat das vielleicht etwas mit deinem Gefühl zu tun? Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Für euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Das hat zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Habt ihr das gerade auch gesehen? Ja. Na los, ihr habt gehört, was der Engel gesagt hat. Lasst uns den Heiland suchen. Ja, los. Kommt, wir folgen diesem Stern. Die Hirten hatten einen ganz besonderen Stern am Himmel entdeckt, heller und strahlender als alle Sterne, die sie zuvor in ihrem Leben gesehen hatten. Und so wussten sie sofort, dass es mit diesem Stern etwas Besonderes auf sich hatte. Also folgten sie seinem Schein bis nach Bethlehem. Dort hatte Maria mittlerweile einen Sohn zur Welt gebracht. Andächtig knieten die Hirten nieder. Sie spürten, dass sie gerade Teil von etwas Großem waren. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Frieden den Menschen auf Erden. Und den Menschen ein Wohlgefallen. Halleluja, lobe den Herrn. Der Engel, helle Lieder, klinge das weite Feld entlang.
und die Berge hallen wieder von den Himmels Lobpreis an. Das habt ihr super gemacht. Ich musste ja gar nicht mehr viel sagen. Der Erzähler darf sich seine Schlussworte heute schenken. Die darfst du bei der Generalprobe nochmal sagen. Da machen wir dann auch nochmal einen kompletten Durchlauf. Und dann kann Weihnachten kommen. Ich danke euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zu unserem Familiengottesdienst am Heiligen Abend, hier in unserer schönen Christuskirche in Mörtelstein. Ich freue mich, Sie und euch alle hier begrüßen zu dürfen. Das Kinderkirchenteam hat auch in diesem Jahr wieder ein Krippenspiel für Sie vorbereitet, auf das Sie sich nun freuen dürfen. Mehr möchte ich noch gar nicht verraten, denn Maria wartet schon auf Sie. Sei begrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Was für ein Gruß ist das denn? Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Aber ich... Vertraue auf Gott. Mir geschehe, wie Gott will. Maria war völlig überwältigt von dieser Begegnung mit dem Engel. Kaum vorstellbar, wie sie sich in diesem Moment gefühlt haben mag. Und es ist kaum auszudenken, wie wohl Josefs Reaktion in diesem Moment gewesen war. Doch schauen wir, was einige Monate nach der Verkündung geschah. Menschen seines Reiches sollen gezählt werden. Dazu muss jeder, ich betone jeder, in seine Geburtsstadt reisen und sich dort in die Zähllisten eintragen lassen. Diesen Aufruf haben auch Josef und Maria gehört. Sie lebten in der Stadt Nazareth und es war klar, dass sie die lange und beschwerliche Reise nach Bethlehem antreten mussten. Eine Reise in die Stadt, in der Josef geboren worden war. Schaut, da hinten sehe ich sie schon. Sie sind nun fast am Ende ihrer Reise angekommen. Maria, schau, ich sehe schon die Lichter der Stadt. Gleich sind wir da. Josef, ich kann nicht mehr. Mach dir keine Sorgen, Gott ist bei uns. Wer stört? O Herr, seht, meine Frau ist so schwanger. Wir suchen eine Bleibe, nur für eine Nacht. Ich hab für Gesindel wie euch keinen Platz. Macht, dass ihr wegkommt. Na komm, wir suchen weiter.
Ja, bitte. Habt Erbarmen, Herr, meine Frau ist hochschwanger. Wir suchen eine Bleibin. Meine Frau ist hochschwanger und wir haben keine Unterkunft. Mit mir hat auch keine Erbarmen. Schafft euch fort, sonst lasse ich die Hunde los. Komm schnell weg hier. Ja. Wir sind verzweifelt und am Ende. Bitte gebt uns Obdach, nur für diese Nacht. Schert euch weg, ihr Lumpenpack. Ihr habt mir gerade noch gefehlt. Schert euch weg. Nein, ich kann das nicht sagen. Ich kann euch doch nicht abweisen. Es kann doch nicht sein, dass unser Heiland in einem Stall zur Welt kommen muss. Kommt herein zu mir. Ihr könnt mein Bett haben. Ich komme schon klar. Ich will dafür sorgen, dass es euch an nichts fehlt. Kommt. Was war denn gerade los? Ich konnte einfach nicht mehr Nein sagen und die beiden abweisen. Es tut mir leid. Wie bitte? Du musst dich überhaupt nicht entschuldigen und dir muss gar nichts leid tun. Du hast genau richtig gehandelt. Du hattest Mitleid und wolltest so helfen. Und beides kommt heute leider oft viel zu selten vor. Du hast auf dein Herz gehört und nicht einfach nachgeplappert, was ich dir aufgeschrieben hatte. Sei stolz auf dich, denn du hast den eigentlichen Sinn von Weihnachten begriffen. Und wisst ihr was? Wie Weihnachten eigentlich ausgeht, das wissen hier eh alle. Aber das hier ist doch eh ein viel schöneres Ende. Nehmt euch unseren Wirt zum Vorbild und hört auf euer Herz. Frohe Weihnachten! Und wir singen jetzt O du Fröhliche und Sie sind natürlich herzlich eingeladen mitzusingen. Thank you.
Liebe Gemeinde, heute haben wir so einen Einblick davon bekommen, wie viel Arbeit hinter einem Krippenspiel steckt. Zwischen Rollenvergabe und Heiligabend stehen für alle Beteiligten die Proben, das Lernen der Rollen und natürlich auch die Zeit des Wartens, bis man dann endlich dran ist, bis man seinen Text vortragen kann. Und wir haben gemerkt, ihr habt das wieder toll gemacht. Und liebe Kinder, liebe Jugendliche, ihr habt uns heute diese altbekannte Geschichte noch einmal neu erzählt. Ein junges Paar ist auf der Herbergssuche, doch sie werden abgelehnt. Und als Zuschauer werden wir Teil der Reaktion der Wirte. Ja, stimmt die Klangfarbe der Stimme bei der Ablehnung? Ist es deutlich genug, kräftig? Und plötzlich ist dann der Text weg. Und der Wirt kann das nicht sagen, was eigentlich von ihm erwartet wird. Josef souffliert ihm, versucht die vermeintliche Panne zu beheben. Nein, das kann ich nicht sagen. Ich kann den Heiland der Welt doch nicht wegschicken. Ich kann euch doch nicht abweisen. Es kann doch nicht sein, dass unser Heiland in einem Stall zur Welt kommen muss. Bitte kommt herein zu mir. Ihr könnt mein Bett haben. Ich komme schon klar. Ich will dafür sorgen, dass es euch an nichts fehlt. Ja, liebe Gemeinde, wie hätten wir denn in der vergleichbaren Situation reagiert? Was hätten Sie getan, wenn Sie in der Situation des Wirts gewesen wären? Und wie sieht es bei Ihrer Gastfreundschaft aus? Ist diese grenzenlos und bedingungslos? Oder kennen wir nicht alle auch solche Momente, in denen wir keinen Gast in unserer Nähe haben wollen, weil es uns von der Stimmung, von den eigenen Terminen, vom Platz und von der Vorbereitung so einfach nicht reinpasst? Doch wie nehmen wir uns dann selbst wahr? Als konsequent? Als herzlos? Haben wir mit der Notunterkunft noch einen Plan B in unserer Tasche? Im Krippenspiel heißt es dann, du hast genau richtig gehandelt, du hattest Mitleid und wolltest nur helfen. Beides kommt heute leider oft viel zu selten vor. Du hast auf dein Herz gehört und nicht einfach nachgeplappert, was ich dir aufgeschrieben hatte. Sei stolz auf dich, denn du hast den Sinn von Weihnachten begriffen. Tut mir leid, für euch habe ich keinen Platz mehr frei. Und wenn wir ehrlich sind, spielt Glaube, spielt Religion in unserer Gesellschaft eine eher untergeordnete Rolle. Im Alltag, da nur wenige Menschen über diese Themen sprechen und wie es dann privat gehandhabt wird, das lässt sich nur schwer erahnen, wenn sich die Menschen nicht dazu äußern. Doch damals wie heute findet das Kind in der Krippe, findet dieser verheißene Retter und Heiland nur bei wenigen Menschen eine Herberge. Doch letztlich geht es nicht um die Hartherzigkeit gegenüber den suchenden Eltern, sondern es geht um uns. Es geht um unsere Einstellung zu ihm, um unsere Zurückhaltung und wie wir mit diesem Jesus umgehen. Ob wir ihn aufnehmen in unserem Haus, in unserem Alltag, in unserem Leben, in unserem Herz. Wir haben keinen Platz für dich auf dieser Welt. Heute noch wird Jesus oft genauso behandelt. Jesus geht von Herz zu Herz und bittet um Einlass. Aber meistens hört ihr die Worte des Gastwirts von Bethlehem. Tut mir leid, alles schon
besetzt. Ich habe keinen Platz für dich. Doch eigentlich will Jesus uns einen Platz anbieten. Denn Jesus sagt einmal, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich bereite dort einen Platz für dich vor, bei ihm. Bei Jesus werden wir Zeit unseres Lebens nicht die Worte hören, ich habe keinen Platz für dich. Er hat immer Raum, hat immer Zeit für Menschen, die ihm vertrauen. Er wartet auf uns an Weihnachten und auch unterm Jahr. Und dann passt auch diese Sehnsucht nach dem Besonderen des Weihnachtsfestes. Ja, liebe Gemeinde, nehmen wir das Besondere jener Nacht wahr? Ist es für uns ein fester Ritus, der mit den Jahren an Glanz und Wirkung verloren hat? Der Hirte, er antwortet seinen Kollegen, nö, nichts ist anders als sonst. Doch auf einmal führt die gleiche Antwort dann doch zu einer Veränderung. Der Stern ist neu, er bringt die Veränderung. Doch der Stern bleibt nicht für sich stehen. Die Hirten hören die Engel, hören jene gewaltige Botschaft, dass Jesus, Gottes Sohn, der Heiland, geboren ist. Und das noch in ihrer Nähe. Welt ging verloren. Christ ist geboren, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Himmlische Heere, jauchzen die Ehre, freue dich, o Christenheit. Amen. Ja, liebe Krippenspielkinder, sage ich jetzt mal so ganz allgemein. Ich darf euch heute noch etwas mitteilen, nämlich unsere beiden Kirchenältesten hier aus Mörtelstein, Bettina Zeus und Silke Becker, die werden euch gleich zu Beginn des neuen Jahres zu einem gemeinsamen Pizzaessen ins Gemeindehaus einladen. Und darauf könnt ihr, denke ich, auch heute euch schon drauf freuen. Und nun hören wir auf den Kirchenchor. Oh, Weihnacht, du Zeit voller Friede.
Liebe Gemeinde, ich lade Sie ein, dass wir miteinander beten. Und das tut uns, denke ich, gut, wenn wir dazu auch mal wieder aufstehen. Beten. Und wenn es dir eine Hilfe ist, darfst du gerne die Hände falten. Herr Jesus Christus, weil du geboren bist, feiern wir. Und wir bitten dich für alle, die heute nicht feiern können, weil bei ihnen Krieg herrscht oder weil sie kein Zuhause haben. Herr Jesus Christus, weil du geboren bist, feiern wir und erfreuen uns am Licht der Kerzen und des Christbaums. Und wir bitten dich für alle, bei denen es heute dunkel ist, weil sie krank sind oder weil bei ihnen Streit herrscht. Herr Jesus Christus, weil du geboren bist, beschenken wir uns gegenseitig. Und wir bitten dich für alle, die heute traurig sind, weil sie niemand haben, der an sie denkt, oder weil sie kein Geld haben. Herr Jesus Christus, weil du geboren bist, kommen wir zusammen. Und wir bitten dich für alle, die wir vermissen, weil sie arbeiten müssen oder weil sie weit weg sind. Herr Jesus Christus, weil du geboren bist, freuen wir uns und bitten dich, lass es Frieden werden und beschütze alle, die zu uns gehören. Herr Jesus Christus, mache diese Welt heil und bleibe bei uns. Gemeinsam lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und singen miteinander Freudig ehrt und Sternenzelt, Lied 47, die Strophen 1 bis 4.
irgendjemand beim Dank vergessen habe, aber zwei möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Nämlich die beiden, die auch das Krippenspiel mit einstudiert haben. Ein herzliches Dankeschön, dass es heute auch wieder möglich war. Und natürlich Herr Reinmuth an der Orgel. Den habe ich vorhin auf jeden Fall auch nicht namentlich erwähnt. Und das Ehepaar Becker-Schuster an der Technik. Na, jetzt haben wir hoffentlich alle. Und wenn nicht, fühlen Sie sich angesprochen und gedankt. Ich darf Ihnen noch das Wort verlesen, das über dem Weihnachtsfest steht. Aus Lukas 2, die Verse 10 und 11. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Bleiben Sie behütet, Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und nun möchte ich Ihnen gerne noch den Segen zusprechen und danach singen wir dann noch Stille Nacht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.